Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp. Es ist ja so, wenn man in dieser Weihnachtszeit oder überhaupt an solchen Feiertagen so schön schlemmt und genießt, dann muss man ja für die Verdauung auch was tun. Und zwar trinkt man ja Kräuterlikör. Ich bin überhaupt kein Fan davon, aber ich habe einen gefunden. Das ist nämlich der hier, der Reispostbitter. Und das ist richtig ein tolles Getränk. Den gibt es nur in Bad Homburg. Also das ist für die Leute im Rhein-Main-Gebiet. Da sollte man mal hingehen. Ein ganz toller Laden. Und das ist ein historisches Getränk von 1843, erfunden von einem Bad Homburger Apotheker zur Gründung der Reichspost. Und später sind dann der Kaiser und seine adlige Entourage in Bad Homburg gewesen zur Kur und haben auch die gesamten anderen Getränke von diesem sehr erfindungsreichen Apotheker getrunken. Und hat auch einen tollen Gin mit wunderbaren Gewürzen, ganz vielen. Und das wird alles handgemacht. Kann man in dem Geschäft auch angucken. Und ich finde, das sieht so toll aus, wenn man sehen kann, wie alle diese Gewürze da sind, was da alles drin ist und dass man mal sieht, wie die aussehen. Und bei dem Reichspostbitter ist es ja so, der hat 43 Kräuter. Und was ihn besonders gut und lecker macht, ist, dass einige davon, den ich gekauft habe, nämlich in einem wunderbaren alten Whiskyfass gereift war. Ich hatte auch schon welchen mit rum. Und das ist wirklich ein Genuss. Zum Wohl und schöne Feiertage. Gut und gesund.